das allerschönste Geheimnis. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß. Wunderschöner Sommertag im Wald. Die Vögel singen, die Bienen summen und die Sonne hängt hoch am Himmel wie eine strahlende Goldmünze. Ein idealer Tag für Erkundungen, findet der Maulwurf. Also macht er sich auf den Weg, um zu sehen, was es zu entdecken gibt. Bei warmem Wetter kommt Maulwurf eigentlich nicht aus seinem Bau. Er ist die Hitze nicht gewohnt und muss schon bald eine Pause machen. Buddel, Buddel, Schwitze, Hitze, puh! Außer Puste setzt er sich neben einen bemoosten Baumstrunk. Da hört er eine piepsige Stimme. Mücken und Käfer. Oder ist da noch wer? Überrascht springt Maulwurf auf und schaut in ein plüschiges Gesicht, das ihn durch einen Spalt im Baumstrunk prüfend ansieht. Hallo, sagt er aufgeregt. Ich bin Maulwurf und wer bist du? Ich bin Maus, spricht das Gesicht und schenkt Maulwurf das süßeste Lächeln, das er jemals gesehen hatte. Der Baumstrunk ist hohl und in seinem Inneren hat Maus ein hübsches Nest. Ein sehr hübsches Nest sogar, bemerkt Maulwurf, als Maus ihn zu sich einlädt. Siehst du die Federn und die vielen Eicheln im Nest von der Maus? Maulwurf findet, dass auch Maus sehr hübsch ist. Als er an diesem Abend nach Hause geht, ist er sehr glücklich. Er hat eine neue Freundin gefunden. Maulwurf hat auch andere Freunde, von denen jeder den anderen kennt. Aber jetzt hat er eine Freundin ganz für sich allein. Maus ist meine ganz besondere Freundin, sagt Maulwurf zu sich selbst. Und er beschließt, Maus geheim zu halten und niemandem von ihr zu erzählen. Zum ersten Mal hat Maulwurf ein Geheimnis. Das ist so aufregend für ihn, dass er kaum an etwas anderes denken kann. Und so besucht der Maus gleich am nächsten Tag wieder. Und am nächsten Tag. Und am übernächsten Tag. Maulwurf verbringt so viel Zeit mit Maus, dass er für seine anderen Freunde gar keine Zeit mehr hat. Als Eichhörnchen, Igel und Hase kommen, um Maulwurf zu treffen, ist er kein einziges Mal in seinem Bau. Wo kann er sein?
wundert sich Eichhörnchen. Und was hat er vor? Fragt sich Igel. Hoffentlich geht es ihm gut, sagt Hase. Eines Morgens, als sich Maulwurf gerade eilig auf den Weg macht, um wieder heimlich Maus zu besuchen, trifft er auf Hase, Igel und Eichhörnchen. Hallo Maulwurf, sagt Hase. In letzter Zeit haben wir dich selten gesehen, also wollten wir einfach mal bei dir vorbeischauen. Maulwurf ist enttäuscht. Er möchte so gerne Maus wiedersehen. Aber er kann doch seine Freunde nicht wegschicken. Aber als sie ins Plaudern kommen, genießt Maulwurf wie immer die Gesellschaft seiner Freunde. Also Maulwurf, sagt Hase schließlich, was führst du im Schilde? Maulwurf ist diese Frage furchtbar peinlich. Keine Ahnung, was du meinst. Ich wollte bloß... Ehe er antworten kann, wird Maulwurf unterbrochen. Hallo? Hallo Maulwurf? Bist du da unten? Ruft eine Stimme von draußen. Es ist Maus. Ich dachte, zur Abwechslung komme ich dich hier mal besuchen, erklärte sie Maulwurf. Hase, Igel und Eichhörnchen sind sehr überrascht, aber auch sehr erfreut, ihr zu begegnen. Und schnell schließt Maus Freundschaft mit ihnen. Nur Maulwurf sieht unglücklich aus. Was ist denn los, Maulwurf? Fragt Hase. Maus war meine besondere Freundin, sagt Maulwurf bedrückt. Und jetzt muss ich sie mit euch teilen. Ach, Maulwurf, sagt Maus und umarmt ihn. Ich bin und bleibe deine Freundin. Nur eines hat sich geändert. Seit heute bin ich auch noch mit Hase, Eichhörnchen und Igel befreundet. Freundschaft ist etwas ganz Besonderes, erklärt Hase. Und das Beste an ihr ist, dass sie größer wird, wenn du sie teilst. Das wusste ich nicht, sagt Maulwurf. Dann lächelt Maus. Du hast mich also geheim gehalten? Maulwurf schämt sich. Ja, das habe ich wohl gemacht, gesteht er. Aber jetzt weiß ich es besser. Du bist ein Geheimnis, das es wert ist, geteilt zu werden, strahlt Maulwurf. Eins, zwei, drei, vier, fünf Tiere sind nun miteinander Freunde. Siehst du sie alle? Maulwurf, Maus, Igel, Hase und Eichhörnchen. Ich wünsche dir, dass du viele Freunde hast. Danke an Jonathan Emmett als Autor. Danke an Vanessa Gaben als Illustratorin. Danke an Annette Betz im Karl-Überreuther Verlag. Danke an G&G Verlag. www.ggverlag.at. Danke an Peter Ahorner für die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich,
Bis zum nächsten Mal, eure Andrea.